Hallo, dieses Video handelt über Kreisgleichungen, über Mittelpunkte, Schnittpunkte, Radien, Tangenten, Sekanten und Passanten mittels Mittelstufenmethodik auf dem Level der Klasse 9 und 10 für Schule und Studium. Dann gucken wir uns zunächst mal so einen Kreis an, sowas kennen wir ja schon. Ich habe hier den Mittelpunkt 0, 0 genommen und einen Radius 3. Grundsätzlich haben Kreisgleichungen die Form x² plus y² gleich r². Wenn wir jetzt hier mal schauen, wir nehmen mal den x-Wert 2 hier und dann sehen wir dann hier oben, finden wir dann den y-Wert und dann können wir dann hier ein Dreieck hineinzeichnen. Hier haben wir dann den x-Wert, hier den y-Wert und das hier ist der Radius. Und dann können wir leicht erkennen, dass wir hier einen Zusammenhang mit dem Satz des Pythagoras besitzen, denn wir haben ja ein rechtwinkliges Dreieck hier. So, für rechtwinklige Dreiecke mit den Kathetenlängen a und der Hypotenusenlänge c gilt a² plus b² gleich c². Und wenn wir jetzt uns einfach denken, mein x ist mein a, und mein y ist das b, haben wir an sich genau das, was wir hier gezeichnet haben. Das heißt also, hier entspreche das der einen Kathete, zum Beispiel a, hier das der anderen Kathete, zum Beispiel b, und dann wäre das r sozusagen das c, die Hypotenuse, und dann haben wir genau obige Gleichung dann im Vergleich dazu zu betrachten. Ja, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen aufpassen. Kreisgleichungen beschreiben keine Funktionen, also eine Gleichung ist nicht unbedingt dasselbe wie eine Funktion. Denn hier kann ein x-Wert auch zwei y-Werte haben. Bei einer Funktion ist immer nur ein y-Wert zulässig. Also wenn ich einen Kreis hinzeichne, dann habe ich auf keinen Fall eine Funktion gezeichnet. Wenn ich nämlich jetzt schaue, mein x-Wert gleich 2, da finde ich also auch hier unten noch was. Das heißt also, hier habe ich dann ebenfalls noch einen x-Wert. Das heißt also, für den x-Wert gleich 2 habe ich zwei verschiedene y-Werte, nämlich einmal etwa 2,2 und einmal minus 2,2. Also sicherlich sehr einfach zu sehen, also aufpassen, keine Funktion. So, nun sehen wir uns mal Kreisgleichungen um beliebigen Mittelpunkt an. Ich verschiebe etwas um einen bestimmten Vektor oder Richtung. Ich verschiebe den Kreismittelpunkt nach xm und ym. Dann lautet die Kreisgleichung x minus xm plus y minus ym gleich r². Das kann ich übrigens bei jeder Funktion machen, wenn ich die verschieben möchte. Radius bleibt gleich, aber der Mittelpunkt liegt dann woanders. So, diese Regel ist also auf jeden Fall auch für andere Funktionen oder Relationen gültig. Statt y, y minus m und statt x, x minus xm schreiben, verschiebt generell jeden Punkt in Richtung xm, y, m. Das schauen wir uns dann mal so an. Hier habe ich dann sozusagen den Punkt a in Richtung b verschoben. Und dann kann ich dann mir anschauen, die Gleichung x minus 5 plus y plus 3 gleich 3 hoch 2. Also ich habe in Richtung 5 minus 3 verschoben. Und das ist dann gleichzeitig auch der neue Mittelpunkt. 5 minus 3. Braucht man sich eigentlich nur denken, dass wir hier die Vorzeichen drehen. Und dann habe ich hier einfach einen anderen Kreis. Was haben wir hier dann im zweiten Beispiel? X plus 0,5 plus Y minus 0,2. Dann haben wir den Kreis mit dem Mittelpunkt minus 0,5. Hier das Vorzeichen geändert. Und plus 0,2. Und im Radius 3. So, das sehen wir uns dann auch hier an in der Grafik. Dann haben wir dann hier das dahin verschoben. Der Rest bleibt so anschauungsweise gleich. Ich habe also praktisch den Kreis von da nach da, von A nach B verschoben. Und das gilt genauso wie für alle anderen Kreispunkte.
So, das kann man dann mal zusammenfassen. Eine Kreisgleichung ist eine Gleichung in der Form x minus xm Quadrat plus y minus ym Quadrat gleich r Quadrat. Dabei ist xm und ym Kreismittelpunkt und der r ist der Radius. Zu beachten, eine Kreisgleichung ist keine Funktion. Zu einem x-Wert gibt es häufig zwei y-Werte. Alle x-Werte liegen in dem Bereich xm minus r und xm plus r, abgeschlossenes Intervall natürlich. Und für die y-Werte gilt es ähnlich. Sie liegen im Bereich ym minus r und ym plus r. Und das kann man dann für verschiedene Aufgaben nutzen. Beispiel Kreis im Mittelpunkt 2, 1 und Radius 3. Den habe ich hier dann mal aufgezeichnet. Hier sehen wir, dann habe ich hier die Verschiebung gemacht und dann haben wir dann hier stehen x minus 2 zum Quadrat plus y minus 1 zum Quadrat gleich 3 Quadrat. So, Kreisgleichungen ermitteln kann man ebenfalls noch. Hier habe ich eine quadratische Gleichung mit x und y-Termen. Damit habe ich hier den Vorfaktor vor dem x und hier den Vorfaktor vor dem y. Und damit machen wir quadratische Ergänzung. Wie ging das nochmal? Wir haben hier von der 4 nehmen wir die Hälfte, also 2. Und von der 16 nehmen wir auch die Hälfte, dann nehmen wir 8. So, und das ist jetzt sozusagen das b und das muss ich ergänzen als b Quadrat, also 2 hoch 2 und 8 hoch 2. Und die addieren wir dann einfach dazu. Vorfaktor vor dem x oder y, halbieren, quadrieren und auf beiden Seiten addieren, denn ich darf die Gleichung ja nicht verändern. Das haben wir dann hier auch gemacht. Und wenden dann die binomische Formel an, denn von hier bis hier ist das eine binomische Formel und von hier bis hier ist das ebenfalls eine binomische Formel. Und das kann ich schön zusammenrechnen, da kommt dann 100 raus. Hier haben wir dann das a und das b, weil da ein Plus steht, ist das ein Plus in der Mitte. Und hier haben wir auch das a und das b und hier in der Mitte die 16, 2ab. Das b ist also die 8 und weil da ein Minus davor steht, kommt da auch ein Minus hin. So, und das ist dann ein Kreis mit dem Mittelpunkt minus 2, 8, also Vorzeichen getauscht und im Radius 10, weil 100 ist ja 10 hoch 2. Schauen wir uns das nochmal an. Hier nächster Kreis. Dann haben wir dann hier die 12, die halbieren wir. Das ist 6 hoch 2 und hier haben wir gar kein y. Das ist natürlich ein übler Trick von mir. Das heißt also plus 0 y, das kann also hier bleiben. Quadratisch ergänzen brauche ich dafür das y eigentlich nichts mehr. Aber hier für das x wird hier quadratisch ergänzt, die 6 hoch 2 auf beiden Seiten dazugezählt, wie ich es eben erwähnt hatte. So, und dann habe ich hier automatisch die Gleichung x minus 6 zum Quadrat, das wäre das ja hier binomische Formel angewendet, plus y Quadrat gleich 100 und y Quadrat ist selbstverständlich y minus 0 zum Quadrat und dann komme ich doch recht einfach auf den Kreis mit dem Mittelpunkt 6, 0 oder Radius 10. So, wenn ich dann hier Kreisgleichungen ermitteln möchte, und da brauche ich eigentlich lediglich den Mittelpunkt und den Radius zu bestimmen. Ich habe hier Kreis mit Mittelpunkt 3, 2 und Radius 4. Da mache ich dann hier von der 3 mache ich eine minus 3 rein und die 2 setze ich eine minus 2 ein. Dann habe ich dann hier schon mal die Quadrate und Radius 4. Dann muss ich dann hier 4 hoch 2 hinschreiben.
Natürlich kann ich das dann auch wieder genauso ausrechnen, wie ich das eben mit der anderen Gleichung gemacht habe. Das ist dann x² minus 6x plus 9, erste binomische Formel aufgelöst. Und hier jetzt die nächste binomische Formel auch aufgelöst. Und dann kann ich 9 und 4 zusammenzählen und dann noch auf die andere Seite bringen. Und dann habe ich die Gleichung in der Form, wie ich sie eben dann dafür hatte. Und das kann ich dann natürlich anderweitig nutzen. So, mittels quadratischer Ergänzung kann man natürlich auch wieder hier den umgekehrten Weg machen. Das heißt also, hier kann ich dann sagen 5 hoch 2, hier 6 hoch 2 einfach dazu zählen auf beiden Seiten. Dann die binomische Formel anwenden. Hier binomische Formel, da binomische Formel. Und dann haben wir hier das zusammengerechnet. Kommen wir auf 64 und das ist 8 hoch 2. Was haben wir dann als Ergebnis raus? Ich habe den Kreis mit dem Mittelpunkt 5, 6 und dem Radius 8.